begrüße auch euch hier im Studio und eben die dann 4.000, 5.000, die es sich anschauen werden. Ich stelle erstmal Silvia Schenker vor. Herzlich willkommen. Daniel Henny hat es schon gesagt, Silvia Schenker ist Nationalrätin. Und das habe ich im Vorfeld schon gehört. Es gibt ja auch immer einige Deutsche, die dann das gucken und die wissen nicht, was ein Nationalrat ist. Was ich verstanden habe, ist, Nationalrat ist etwa das, was in Deutschland der Bundestag ist. Das sind die Vertreter, die mit den Parteien gewählt werden und je nachdem, wie viele Stimmen die Parteien bekommen, besetzen die Parteien dann den Nationalrat. Silvia, ist das so? Das ist richtig, ja. Da die Schweiz aber kleiner ist als Deutschland, gibt es auch nicht so viele Nationalräte wie Bundestagsabgeordnete. Und das heißt dann unterm Strich, dass ein Nationalrat in der Schweiz schon etwas mehr Einfluss hat und hier sowieso alles ja dichter beisammen ist, überschaubarer. Und so denke ich, Nationalrätin zu sein, ist etwas, wo man durchaus in die Politik eingreift, in die Gesetzgebung, Gesetzfindung. Und Silvia Schenker ist ebenso, wie ich es jetzt so kennengelernt habe, und Daniel hat mich darauf gebracht, das nochmal auch zu sagen, die SPD, die ja ihre Quellen so hat, eigentlich so vor 100 Jahren, 120 Jahren, aus der sozialen Ungerechtigkeit, aus dem, dass die Industrialisierung die Menschen eben auch in Verhältnisse gebracht hat, in denen sie lohnabhängig waren und auch Armut eben eine ganz andere Farbe nochmal bekam, als man das schon immer kannte, wo Mangel herrschte, aber eben durch die Arbeit in den Fabriken und so weiter ja etwas entstand, wo aus dem Empfinden für soziale Gerechtigkeit die SPD eben eigentlich die fortschrittliche, revolutionäre Partei gewesen ist. Und man heute ja gerade feststellen kann, dass, oder überhaupt, dass Ideen auch irgendwann mal dann zu dem werden, was sie vorher überwinden wollten, nämlich Bremsschuhe. Bei Silvia Schenker erlebe ich dieses ganz Originäre, das eigentlich die Motivation aus den Menschenrechten heraus, das Eintreten eigentlich für all die, die keine starke Lobby haben. Ob es die Alleinerziehenden sind, Menschen, die in Armut geraten, Behinderung, Migranten auch ein wichtiges Thema natürlich in der Schweiz. So dass ich das Gefühl habe, Silvia Schenker vertritt eigentlich aus ihrer Biografie, auch in den vielen Gremien, das kann ich gar nicht alles aufzählen, in was sie alles noch drin ist, als Vorsitzende oder Vize oder eben Teilnehmerin. Also jemand, der meines Erachtens nach ganz einfach aus seinem ureigensten Anliegen diese soziale Frage, wie sie die SPD eigentlich immer vertreten hat, in Deutschland die SPD, in der Schweiz die SP, sozialdemokratische Partei, die dafür sehr steht. Und das, glaube ich, ist auch das Interessante heute, einmal jemanden hier zu haben, der eben in der Politik in der Schweiz wirklich aktiv mitmischt und jemand, der sehr originär diesen sozialen Impuls trägt. Und ich greife auch nochmal, bevor Daniels Frage nach der Steuererklärung, wer sie ihm jetzt macht, kommt, oder nach der Mehrwertsteuer, was vielleicht dahinter steht, greife ich das auch auf, was du gesagt hattest, nämlich das große Problem, dass sich ja, oder nicht Problem, sondern das Schöne, dass sich die Zeit verändert und dass der Gedanke, die Menschen in Erwerbsarbeit zu bringen und da auch Löhne auszuhandeln, die hoch genug sind, um davon zu leben, dass das ja vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr das einzig Wahre ist, weil es eben auch vielleicht nicht mehr die Erwerbsarbeitsplätze unbedingt gibt. Und das Thema Integration ist ein großes Thema und mit Integration ist immer eigentlich gemeint, zurück in die Erwerbsarbeit. Kannst du da ein bisschen was schildern, wie du das aus deiner Praxis erlebst und kennst? Ja, das mache ich gerne. Ich würde vielleicht vorher noch sagen, dass ich bin nicht nur in der Politik, also ich bin nicht nur Politikerin, sondern ich bin auch noch Sozialarbeiterin. Ich bin immer noch tätig neben der parlamentarischen Arbeit als Sozialarbeiterin, war sehr lange in der psychiatrischen Klinik hier in Basel tätig und habe jetzt ganz neu die Stelle gewechselt, aber durch meine Arbeit, die ich eben schon seit einigen Jahren mache, bin ich natürlich sehr stark genau mit dieser Frage konfrontiert. Also vor allem eben psychisch kranke Menschen, das wissen wir, für die ist es teilweise sehr schwierig, ins Erwerbsleben überhaupt reinzukommen oder wenn sie drin sind, drin zu bleiben. Und ich habe so viele Schicksale erlebt, einzelne Personen, Leute, mit denen ich zu tun hatte, die sich über lange Zeit intensiv bemühen oder den Wunsch haben,
eben integriert zu sein in die Erwerbswelt oder und es einfach nicht schaffen. Und zwar teilweise, weil sie die Möglichkeiten nicht haben. Das ist vielleicht ein Hindernis. Aber das andere, was ebenso wichtig ist und eine ebenso starke Rolle spielt, ist, dass sie einfach nicht gewünscht sind in der Arbeitswelt. Es gibt für sie keinen Platz in der Arbeitswelt. Oder die in den Betrieben ist viel zu viel Hektik, zu viel Druck, zu viel Leistungsorientierung. Ich will das niemandem vorwerfen, es ist einfach so. Oder? Ich möchte auch nicht jetzt irgendwie die Arbeitgeber als die Schuldigen hinstellen und sagen, die bieten diese Arbeitsplätze nicht an. Es ist die Arbeitswelt an und für sich als Ganzes, die so funktioniert, dass es eben für Menschen mit Beeinträchtigungen aus verschiedenen Gründen, also können die Beeinträchtigungen sein, dass die für die kein Platz ist in der Erwerbsarbeit oder in der Erwerbswelt. Und darum bin ich der Meinung inzwischen, dass das Sozialsystem in der Schweiz, das so stark darauf ausgerichtet ist und fast noch zunehmend darauf ausgerichtet wird, noch stärker als es bis jetzt schon der Fall war, dass eben eine Integration der Menschen in die Arbeitswelt stattfinden muss, dass dieses System irgendwie an der Realität vorbei gebildet wird oder dass es einfach nicht der Realität entspricht. Also der Realität, wie ich sie jetzt wahrgenommen habe in diesen vielen Jahren, in denen ich arbeite als Sozialarbeiterin oder sonst Menschen begegne in meinem Alltag. Und würdest du sagen, das bezieht sich auf Menschen, die zum Beispiel eine Behinderung haben nur, oder bezieht sich das überhaupt auf ein gesellschaftliches Phänomen oder Entwicklung in der Gesellschaft generell? Also es bezieht sich sicher auf Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht, sagen wir mal, hundertprozentige Leistungen bringen können. Das kann aufgrund einer Behinderung sein, das kann aufgrund zum Beispiel der Tatsache sein, dass sie Kinder haben, kleine Kinder vielleicht noch, die sie betreuen müssen. Das kann aufgrund der Tatsache sein, dass sie betagte Eltern haben, die sie auch noch, zu denen sie auch noch ein bisschen schauen möchten. Es gibt vielfältige Gründe, warum Menschen, oder vielleicht eine persönliche Krise, eine schwierige Situation im eigenen Leben. Es gibt sehr viele Gründe, warum Menschen, sei es vorübergehend oder längere Zeit, nicht diese hundertprozentige oder hundertzwanzigprozentige Leistung bringen können, die heute gefordert ist. Und, oder auch aufgrund schulischer Defizite. Ich meine, es gibt gerade auch, du hast vorhin die Migrantinnen und Migranten angesprochen, es gibt einige Menschen in unserem Land, die zugewandert sind, die in ihren Herkunftsländern nicht die schulischen Möglichkeiten hatten, die wir hier haben und aufgrund dieser Tatsache nicht so gut gebildet sind oder so gute Chancen hatten, sich Bildung anzueignen. Und das sind Defizite, ich möchte das jetzt wirklich in Anführungs- und Schlusszeichen sagen, die dann auf dem Arbeitsmarkt eben sich manifestieren, eben, dass man keinen Platz hat oder wenn einen Platz, dann zu sehr prekären Bedingungen arbeiten muss. Silvia Stenker hat es angesprochen, die Eltern, Verwandte, wie auch immer, oder Alleinerziehende, dass diese Arbeiten, die ja viel anfallen, die viel da sind unter Menschen, dass das mit dem heutigen Sozialsystem eigentlich gar nicht zu bewältigen ist. Die Arbeit wird ja bewältigt, also die Arbeit wird geleistet, es wird sehr viel freiwillige Arbeit oder Gratisarbeit oder ehrenamtliche Arbeit geleistet, gerade im Bereich der Betreuung, sei dies von eben älteren Menschen oder von Kindern. Und diese Arbeit, die wird nicht entschädigt, oder? Also in vielen Fällen oder in den meisten Fällen wird sie nicht entschädigt und alles, was keine Entschädigung oder keinen Lohn zur Folge hat, das bildet sich nachher im Sozialsystem nicht ab. Das heißt, jemand, der oder die meistens, oder häufig sind es die Frauen, oder solche unbezahlte Arbeit leisten, solche Betreuungsarbeit leisten,
die können für sich dann keine Versicherungsleistung damit generieren, oder? Und sind dann einfach schlechter gestellt als die anderen Menschen, die eben bezahlte Arbeit leisten. Und es gab vor längerer Zeit gab es die Bestrebung zu sagen, ja, diese unbezahlte Arbeit, die muss einfach bezahlt werden. Also einfach. Man muss dafür kämpfen, dass die bezahlt wird, oder? Also Hausfrauenlohn, es gab da verschiedene Ideen. Ich persönlich halte das für wirklich völlig unrealistisch. All diese Arbeit, die geleistet wird, das ist ja nicht nur die Betreuungsarbeit, es gibt so viel, oder? Es wird so unheimlich viel Arbeit geleistet, die nicht entschädigt wird, also im kulturellen Bereich, ich kann gar nicht alles oder im Umweltschutzbereich, also es gibt so viel Engagement von so vielen Leuten, das nicht bezahlt wird, und das könnte man gar nicht alles entschädigen, das wäre undenkbar, das wäre wahrscheinlich sehr viel teurer als ein Grundeinkommen, und trotzdem muss irgendwie eine Lösung gefunden werden, weil es Menschen, die eben diese Arbeit leisten. Ich hatte gerade gestern ein Telefongespräch mit einer Frau, die gesagt hat, was mache ich, wenn mein Kind krank wird? Ich kann mich von der Arbeit nicht freistellen lassen, ich kann das Kind nicht betreuen. Ich möchte das aber tun können, aber was mache ich dann? Oder ich habe keinen Lohn, oder der Lohn wird dann kleiner und dann habe ich existenzielle Probleme. Also es muss da irgendwie eine Lösung geben. Es kann nicht, man kann nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt halt so. Die bekommen einfach keine Entschädigung für die Betreuung und müssen dann selber schauen, wie sie ihre Existenz sichern können. Ist das jetzt was, was du angesprochen hast, was eher Einzelfälle sind? Oder wenn du hast das Stichwort Grundeinkommen ja selber schon gesagt. Wenn man sich das anschaut, ist es so, dass man sagen muss, das sind jetzt, sagen wir mal, Sachen, die auch vielleicht mit Sozialleistungen besser bedient werden könnten oder wo man eben bedarfsgerecht mehr drauf eingeht? Oder ist es etwas, was eigentlich in der Gesellschaft nach deiner Einschätzung überhaupt notwendig wäre, dass zum Beispiel eben durch ein Grundeinkommen viel mehr Entscheidungsfreiheit und Bewegungsmöglichkeit dann da wäre? Also ich glaube, um die erste Frage zu beantworten, dass es nicht Einzelfälle sind, sondern dass es wirklich ein gesellschaftliches Bedürfnis ist. Es gibt eben auf der einen Seite sind es die Familien, die kleine Kinder haben, die sie betreuen müssen, eben zum Beispiel auch in Situationen, wenn die Kinder krank sind. Das sind schon sehr viele, oder? Wenn wir die alle uns vorstellen. Und dann gibt es die anderen, die Eltern haben oder Verwandte oder Bekannte, ältere Leute, die sie unterstützen möchten oder die Unterstützung bräuchten. Dann haben wir schon eine große Zahl von Menschen, die eigentlich solche Arbeit leisten, solche Betreuungsarbeit, die sie nicht entschädigt bekommen und dadurch unter Umständen, je nach materieller Situation der Leute, Probleme haben. Und wenn wir das alles auffangen müssten mit unserem Sozialsystem, dann glaube ich einfach, dass das nicht, also das würde natürlich gehen, man könnte da schon irgendwie einen Weg finden, aber das wäre eine sehr teure Angelegenheit, oder? Und für mich ist in diesem Zusammenhang das Grundeinkommen das ist ein interessanter Gedanke, weil es eben nicht so das Thema Erwerbsarbeit beinhaltet und das Thema Lohnentschädigung und dann dafür irgendwie Versicherungsbeiträge und dann Versicherungsleistungen. Es wäre einfach ein System, das Grundeinkommen, das einen ganz anderen Ansatz hat, oder? Und das finde ich das Spannende daran und das Interessante. Und ich würde gerne das Thema Care-Arbeit, also um das jetzt in diesem relativ umfassenden Begriff zu oder diesen umfassenden Begriff zu verwenden, einmal anders angehen als über die Frage, wie bringen wir die Care-Arbeit in das Versicherungssystem. Ich würde das gerne anders angehen, weil ich glaube, der Weg ist irgendwie dort blockiert. Wie würde das denn aussehen, wenn es jetzt so ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe? Du meinst jetzt die Frage des Care-Arbeit, also Betreuungsarbeit. Dann würde jede Person einen bestimmten Betrag erhalten und die Personen, die sich dann konzentrieren würden, diese Care-Arbeit zu machen, hätten dann einfach
dieses Grundeinkommen, das würde Ihnen vielleicht genügen, vielleicht aber auch nicht. Das müsste man dann auch sich überlegen, wie man das lösen könnte. Also so wie ich die Idee verstehe, würde es ja nicht ausschließlich das Grundeinkommen geben, sondern es würde das Grundeinkommen geben und darüber hinaus noch allfällige andere Versicherung oder Versicherungsleistungen oder Einkommen oder einfach wem das Grundeinkommen nicht genügt oder der oder die hat unter Umständen die Möglichkeit, noch etwas dazu zu verdienen. Das wird für die wenigsten sein, dass sie sagen, ich habe was so Wichtiges zu tun, zum Beispiel jemanden zu pflegen, dass ich mit dem Grundeinkommen auskommen will. Aber ich meinte vor allen Dingen mental. Also mit der Vorstellung, es wäre jetzt so, dass ohne dass man großartige Anträge stellt, ohne dass man was weiß ich alles schon gemacht haben muss, wäre so eine Möglichkeit da, dass man sich frei entscheiden kann, ich kümmere mich jetzt zum Beispiel wirklich um meine Kinder und bleibe bei ihnen. Und das ist für mich nicht ein finanzielles Desaster. Das ist dann bescheiden, aber es ist kein Desaster. Oder ich kümmere mich um meine kranke Mutter und das ist aber möglich, weil die hat ein Grundeinkommen, ich habe auch eins. Was denkst du, wäre da im Hinblick auf das, wie heute Pflege ist, wie heute auch Sozialarbeit ist. Was wäre da anders? Also zum Beispiel, ich will nur einen Punkt nennen, dass es manchmal ja auch heißt, ja, dann kümmert sich keiner mehr um die Integration der Leute, dann kümmert sich keiner mehr darum, dass da auch man hinguckt, wie es denen geht. Ein anderes Argument wäre zu sagen, ja, aber dann ist ja viel mehr Möglichkeit mit dem Grundeinkommen, das zu machen. Und die Haltung wird vielleicht auch eine andere. Wie siehst du das? Was würde passieren in diesem ganzen Begriff vom Sozialen? Du hast jetzt viele Fragen in diese Frage gepackt. Also ich möchte zuerst die beantworten, wo du fragst, was wäre mit der Integration? Man würde sich nicht um die Leute kümmern, würde nicht fragen, wie es ihnen geht und so weiter, oder? Dahinter steckt ja die Idee oder die Vorstellung, es geht den Menschen gut, wenn sie in der Erwerbswelt integriert sind, und es geht ihnen nicht gut, wenn sie nicht dort integriert sind, oder? Und ja, das ist für mich eine Frage, ist das wirklich so? Also ich muss sagen, ich persönlich, oder? Ich bin natürlich auch aufgewachsen wie viele andere in meiner Generation oder überhaupt hier bei uns. Arbeit ist das Wichtigste, oder zuerst kommt die Arbeit und dann das Vergnügen und so weiter. Es gibt da ja ganz viele solche Sprichwörter, oder? Ja, und das hat man in sich, oder diese Bilder, oder ohne Erwerbsarbeit oder ohne ist man nichts, oder Frau. Aber ich würde es wahnsinnig spannend finden, wenn wir einmal davon abkommen könnten. Ich weiß nicht, wie es dann wäre. Ich kann es nicht beantworten. Aber ich habe die Vorstellung oder die Idee, dass es eben, ja, es könnte gut sein. Also es könnte genauso gut sein, dass Menschen dann aus dieser Situation heraus, wenn sie eine gewisse Existenzsicherung haben und dafür nicht kämpfen müssen und dafür eben unter Umständen auch Arbeiten ausführen müssen, die sie nicht möchten, die ihnen überhaupt nicht liegen, dass sie aber trotzdem irgendetwas machen oder einen Beitrag leisten für die Gesellschaft und nicht nur für sich selber sorgen und sagen, ja, ich habe jetzt das, was ich brauche, ich bleibe jetzt hier in meiner Wohnung, in meinen vier Wänden und kümmere mich um nichts und niemanden mehr. Aber ob das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß einfach, oder ich weiß, ich sehe, dass es viele Menschen gibt, die in diesem System, das wir jetzt haben, unglücklich sind. Und in dieser Arbeitswelt, wie wir sie jetzt haben, ja, dass es ihnen schlecht geht. Also wir haben ja sehr viele Menschen, die, also Stress und so weiter, also diese ganzen Belastungen, oder, die sind auch sehr teuer für unser System, ja, oder? Haben sehr viele negative Folgen, oder? Also fixieren. Das war mal diese Frage, oder? Dann gibt es natürlich noch die Frage, eben kümmert man sich dann um andere Menschen oder nicht? Ich glaube, dass das ein Bedürfnis ist, ein Grundbedürfnis, das viele haben, vielleicht nicht alle, oder? Aber viele haben, es wird ja eben auch jetzt, heute es wird so viel Arbeit geleistet, es wird so viel Unterstützungsleistung gegeben oder Unterstützung gegeben, ohne Gegenleistung. Und
in Form von Geld, oder? Und warum soll das anders sein, wenn es ein Grundeinkommen gibt? Also ich glaube, es gibt eine innere, bei vielen Menschen eine innere Not, ein Bedürfnis, ein inneres Bedürfnis, irgendetwas zu tun und irgendwie, ja, auch mit anderen Menschen zusammen etwas zu tun oder jemandem etwas zugute zu tun, oder? Aber ich glaube eben, dass die ganze Frage des Menschenbilds, oder das beschäftigt mich sehr auch im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen, oder? Also, was für ein Menschenbild muss man haben, damit man das Grundeinkommen etwas Gutes findet, oder? Und darin eine Chance sieht und nicht eine Gefahr, dass die ganze Leistungsbereitschaft dann nicht mehr da ist und so weiter. Und was für ein Menschenbild muss man haben, um es gut zu finden, dass alles so auf Erwerbsarbeit fixiert ist? Ich glaube, das hat weniger etwas mit dem Menschenbild zu tun, als einfach, das ist das, was wir kennen. Das ist das, womit wir vertraut sind, oder? Genau, was auch gewachsen ist. Und da komme ich gleich auf das Nächste, wenn ich da so jetzt an Atomkraft zum Beispiel denke und so viele Dinge, die so wahnsinnig wichtig sind und immer so weiter bestehen sollen und wo man merkt, holla, man muss auch mal von seinen Vorstellungen runterkommen. Dann möchte ich das auch so als Frage an dich geben, weil Umwelt ist auch ein Teil deines Engagements, Ressourcen. Das eine ist ja, dass das sozusagen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und das ist sozusagen der gleiche Gedanke wie Erwerbsarbeit, Erwerbsarbeit, sonst geht's, also das muss es sein. Mir kommt es ein bisschen so vor oder sehr so vor, das ist ein Festhalten an Vorstellungen, die schon mal früher gut waren. Und die treffen sich sehr mit vielen Dingen, die auch jetzt gerade in der Zeit, also wohin wir auch gucken, wo einfach alte Modelle nicht mehr funktionieren, weil das Leben längst woanders ist und man lange so getan hat, als könnte man das immer schön unter dem Teppich halten. Bei diesem Gedanken, produzieren, wachsen, Ressourcen und so weiter, was würde das Grundeinkommen, jetzt einfach nur als Gedanke erstmal, als Idee Grundeinkommen, was ändert das was in der Anschauung? Könnte das was bewirken? Ich glaube, dass das etwas bewirken könnte, wie du es gesagt hast, oder? Heute ist alles so auf Wachstum ausgerichtet, oder? Es muss immer mehr produziert werden, es muss immer mehr konsumiert werden und es wird so viel produziert und konsumiert, dass nachher wieder weggeworfen wird und dann wird es auch wieder, also dann braucht es auch wieder irgendwie, muss man es entsorgen, oder? Und dann, und man kann gar nicht mehr alles entsorgen, was produziert und weggeworfen wird. Und ich glaube einfach, dass wir irgendwann an die Grenzen kommen werden unseres Systems, also dass wir das überhaupt irgendwie verarbeiten können, oder? Und dieses wirklich schreckliche und tragische Unglück in Fukushima hat uns ja gezeigt, von welchen Mächten wir quasi abhängig sind, oder wenn wir die Atomkraft brauchen, damit wir genug Energie haben, um eben diesen ganzen Kreislauf aufrecht zu erhalten, oder? Und ich könnte mir vorstellen, oder ich kann mir vorstellen, dass ein Grundeinkommen, aber das müsste dann natürlich weltweit, das würde dann nicht genügen, wenn wir hier in der kleinen Schweiz das machen, dass ein Grundeinkommen diesen ganzen fast schon verrückten Kreislauf, oder dass da ein bisschen Sand ins Getriebe kommen könnte, oder weil eben ein Grundstock an Einkommen gesichert ist, für den man eben nicht in diesem Hamsterrad sich drehen muss und nicht diese Produktionsmaschinerie anheizen muss, oder? Und ja, das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung, dass es eine gewisse Entschleunigung und eine gewisse Rückbesinnung vielleicht auch zu, wie viel brauche ich wirklich, oder? Und wie viel tut mir gut und wie viel tut der Umwelt gut, wenn ich es brauche oder verbrauche. Was will ich verantworten, was kann ich verantworten? Jetzt, Sand im Getriebe ist so ein Stichwort. Wenn ich jetzt vielleicht mal dahin so gucke, du bist ja eben in der SP mit vielen Parteigenossinnen und Genossen und im Nationalrat. Und wie sieht denn, also wie diese Gedanken oder wenn du auch das Grundeinkommen ja mit als einen Punkt deines Programms hast, wie sieht das aus bei den anderen? Wie sind da so die Haltungen? Ja, die SP ist in dieser Frage gespalten. Wir haben
vor kurzer Zeit einen Parteitag gehabt und da haben wir unser Parteiprogramm, unser neues, haben wir dort verabschiedet und es gab zu verschiedenen Themen ziemlich kontroverse Diskussionen und es gab auch Diskussionen zum Grundeinkommen. Es gab einen Antrag, es war nicht vorgesehen im Programm, das Grundeinkommen als Ziel aufzunehmen in das Parteiprogramm und dieser Antrag ist dann, hatte dann eine Mehrheit. Es war, ich weiß nicht mehr, das Stimmenverhältnis. Also es war relativ knapp, glaube ich, aber es war eine Mehrheit. Und ja, ich glaube, das bildet relativ gut die Situation in der Partei ab. Es gibt Leute in der Partei, die diese Idee gut finden, diese eben gedankliche Arbeit auch spannend finden, eben wie würde eine Welt oder eine Schweiz mit einem Grundeinkommen aussehen. Und dann gibt es andere, für die ist das höchstens Utopie oder vielleicht auch nicht mal als Utopie irgendwie denkbar oder erstrebenswert. Wir haben wirklich, ich denke, da ein recht breites Spektrum. Ich habe mir noch überlegt, warum ist das so? Es gibt sicher auf der einen Seite die Leute, die sehr so realpolitisch denken oder sich denken, ja, das ist sowieso nicht realisierbar und das geht nicht. Aber es gibt sicher auch Leute, die das von der Grundidee her nicht gut finden oder falsch finden. Das gibt es sicher auch in unserer Partei. Und zwar von der Grundidee, inwiefern falsch finden, dass Menschen überhaupt Geld bekommen, ohne dafür ja. was also diese, getauscht diese zu haben. Also diese ganze Frage Leistung, Gegenleistung oder also eben das Sozialsystem, das sich ja je länger je mehr, eben zum Beispiel auch Sozialhilfe ist nicht mehr einfach so, man hat nicht einfach so den Anspruch auf Sozialhilfe, sondern auch dort wird je länger je mehr auch auf Arbeitsintegration und Gegenleistung und wenn man das nicht macht, dann bekommt man diese Zulage nicht oder diese Entschädigung wird entsprechend ein bisschen gekürzt oder so. Also es gibt sicher Leute in unserer Partei, die das richtig finden oder die dieses System so in dem Sinn unterstützen. Und wie sieht es aus im Nationalrat insgesamt? Ja, da bin ich sehr gespannt. Wir haben nächste Woche einen Vorstoß in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Ein Vorstoß, der das Grundeinkommen verlangt. Und ja, also ich mache mir keine Illusionen, es wird ganz sicher nicht mehrheitsfähig werden in der Kommission, nur schon, weil wir als Linke in der Minderheit sind. Und ich bin wirklich gespannt, ich kann es im Moment nicht sagen, wie sich meine Genossinnen und Genossen, Kolleginnen verhalten werden. Vielleicht ist es so, dass sie sagen, ja, es ist als Grundidee so interessant, dass wir dem zustimmen. Aber vielleicht stimmen sie auch so realpolitisch und sagen, das ist sowieso chancenlos. Aber immerhin so weit ist es. Ich weiß es nicht. Also es ist in der SP ist es durchaus gemischt und ja. Nicht, dass du jetzt und vielleicht noch zwei eine Einzelperson sind. Man muss immer unterscheiden, oder? Zwischen denen, die zwischen denen, die also in der Politik, in einem Parlament oder jetzt konkret im Nationalrat sind und den anderen, der Basis. Und ich denke, es ist eine gewisse Gefahr oder wie auch immer man das nennen will, wenn man in der Politik ist, so stark eingebunden oder und wirklich so, dass ein Teil ein großer Teil der Beschäftigung ist, dass es vielleicht schwieriger ist, solche eher vielleicht utopischen oder ungewöhnlichen Ideen zu denken oder und dann auch ja denen auch einen Platz zu geben. Also du meinst, wenn man jetzt nur Politiker ist und da immer in diesen Kreisen denkt und so weiter, ist es schwieriger, als wenn man zum Beispiel wie du im Berufsleben noch mit den Problemen der Menschen wirklich zu tun hat? Nein, so wollte ich es nicht sagen. Ich wollte sagen, dass in der Politik vielleicht ein starkes Bedürfnis ist, nur Schritte zu machen, die auch irgendwie zielführend sind, die realistisch realistisch sind oder ja. Die man wirklich machen kann, die man, also
Ziele anzustreben, die man auch erreichen kann, oder? Und nicht Ziele anzustreben, die, von denen man ausgeht, dass man sie sowieso nicht erreicht, oder? Jetzt gibt es ja eine ganze Menge Veränderungen, die dran sind, die aber auch chancenlos aussehen und die man viel schneller einsehen kann. Also ein Thema von dir ist zum Beispiel Kinderbetreuung schon im Vorschulalter, Ganztagsplätze für Schulen auch. Gibt es nicht viele Sachen, die so aussehen, dass das nicht realpolitisch so nahe liegt und die doch unheimlich notwendig wären? Doch, das ist, es gibt viele solche Ideen und manche werden dann auch, wenn man einen langen Atem hat und eben bereit ist, auch immer wieder einen Anlauf zu nehmen, werden sie dann auch realisiert. Also zum Beispiel die Mutterschaftsversicherung ist so ein Thema in der Schweiz, oder? Aber ich glaube, das Grundeinkommen ist eben mehr als eine solche Idee. Ja, das ist keine kleine Maßnahme. Es ist wirklich, es ist ein ganz anderer Blickwinkel oder es ist ein ganz anderer Ansatz. Es geht von einem ganz anderen, also es wäre ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es wäre mehr als eine Revolution. Es wäre wirklich ein grundsätzlich anderer Zugang zum, oder ein anderes Verständnis, wie eine Gesellschaft leben und funktionieren könnte. Und darum glaube ich, hat es das Grundeinkommen eben auch sehr schwer, oder? Es ist nicht einfach eine andere Idee, wie man das soziale System anders gestalten könnte. Es geht eben nicht nur um das. Ich finde, dass je länger ich darüber nachdenke, je wichtiger. Es geht nicht einfach um ein anderes System der sozialen Absicherung, oder? Ja, das bei dir auf der das ist das, was vielleicht auch Angst macht, oder? Ja, weil es wirklich... Weil ich mir ja dann für mich selber auch überlegen müsste, ja, was mache ich dann, oder? Also, ja, wie würde ich damit umgehen, wenn ich plötzlich, ich weiß nicht, 4.000 Franken oder 3.500 bekommen würde? Also würde ich damit aufhören, so viel zu arbeiten? Wäre ich wirklich in der Lage, oder? Das, ja. Ich glaube, das ist das, was das Grundeinkommen so spannend, aber eben auch so, was so Widerstände auslöst. Das glaube ich auch, weil das jeden auffordert, selber wahrzunehmen, selber zu denken und auch die Gesellschaft neu anzuschauen. Jetzt fand ich bei dir interessant, bei dir auf der Website, du hast das Grundeinkommen als einen Punkt und da ist aber die Überschrift so sinngemäß, man muss von seiner Arbeit auch leben können. Also wer voll arbeitet, muss davon auch leben können und nicht zusätzlich dann noch Sozialhilfe, Zusatzeinkommen irgendwoher bekommen müssen. Und dann steht dabei, und darum bin ich für Grundeinkommen. Das war für mich neu, das mal so zu denken. Also die Leute, die... Kannst du was dazu sagen? Ist das für dich ein Schlüssel gewesen, auf auch die Idee des Grundeinkommens zu deiner Sache mitzumachen, dass es das auch gibt, dass Menschen voll arbeiten, aber nicht mal davon leben können? Also ich finde es einfach wichtig, dass wir das ein Recht auf Existenzsicherung haben. Also das ist für mich ein wichtiges Grundrecht oder das Recht auf Existenzsicherung. Und ich finde eigentlich, jeder Mensch sollte, also es kann nicht jeder Mensch gleich viel leisten. Also man kann unterschiedlich viel leisten. Das hängt von vielen Faktoren ab, eben zum Beispiel von der Bildung, zum Beispiel von dem, was man mitbekommen hat, warum auch immer. Oder? Und ich finde eigentlich, dass jeder Mensch für das, was er oder sie leisten kann oder leistet, jetzt aber haben wir immer wieder den Leistungsbegriff, den wir eigentlich lieber nicht möchten, so, eben eine Grundsicherung hat, oder? Also einfach die Existenz gesichert, oder? Und in diesem Sinne habe ich den Link gemacht zum Grundeinkommen. Oder? Ja. Mir geht es so, Grundeinkommen und Leistung, dann heißt es oft, dass, also wie du auch sagst, Leistung ist dann so ein Begriff, den man da vielleicht etwas weglassen kann. Kannst du dir vorstellen, weil das kam so kurz, was sind denn die Leistungen, die vielleicht mit dem Grundeinkommen überhaupt erst auch als Leistung mal ins Bewusstsein kommen? Gibt es das auch, dass man vielleicht da einen anderen Leistungsbegriff bekommt? Ja, ich habe vorher schon versucht, also ich zu sagen, eben zum Beispiel diese ganzen, also es gibt so viele Menschen, die künstlerische Arbeit machen. Und zwar in allen Berufen. Ja, oder ich meine jetzt wirklich, also Schauspiel, bildende Künste und so weiter. Und ich,
Also ich weiß einfach, weil ich auch einige kenne und ich weiß, wie sehr die immer um ihre Existenz kämpfen, oder? Also um ihre Existenzsicherung meine ich jetzt, nicht um ihre Existenz. Und da wäre für mich eben auch das Grundeinkommen eine Möglichkeit, ihnen eine minimale Existenzsicherung jetzt materieller Art zu geben und damit auch eine Anerkennung für ihre Arbeit, die sie leisten, oder eben für diese künstlerische Arbeit. Und dann die Betreuungsarbeit, das wäre das andere Beispiel für eine Arbeit, die mit dem Grundeinkommen eine gewisse Anerkennung und Aufwertung, wenn du so willst, erfahren könnten. Ich möchte jetzt noch mal so einmal den Griff über das Ganze, was dein Feld des Engagements ist, tun und habe so die Frage, in dem Vielfältigen, was du tust und was du kennst und wo du mit drin bist, was ist da das, wo du jetzt spontan sagen würdest, das ist am meisten das, wo ich finde, da ist Handlungsbedarf, da brennt's, da muss was gemacht werden und hängt vielleicht sogar zusammen mit der Idee des Grundeinkommens. Muss aber nicht. Also einfach, wo ist für dich so der Brennpunkt, was ist das Wichtigste, was geschehen müsste? Ja, es gibt so viele Orte, wo es brennt. Also, auf der einen Seite, ich bin immer noch sehr stark verbunden mit der Problematik der Menschen mit psychischen Krankheiten. Das hat jetzt halt mit meiner jahrelangen Tätigkeit in der Klinik zu tun. Und wir haben jetzt mit der neuesten Revision der Invalidenversicherung, wird da wieder massiv mehr Druck kommen auf diese Leute, eben sich zu integrieren, sogar aus der Versicherung heraus wieder in die Arbeitswelt den Weg zu finden. Sie werden da auch massiv unter Druck gesetzt werden. Und das ist etwas, was mir einfach große Sorgen macht, weil ich glaube, dass es für viele keinen Platz gibt in der Arbeitswelt. Und ich finde das so falsch, oder? Das löst so viele Ängste aus und so viele Sorgen bei. Ich habe auch schon erste Fragen jetzt, wie ist denn das mit dieser neuen IV-Revision, was hat das dann für mich für Folgen? Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, oder dieser Druck, der hier aufgebaut wird oder schon jetzt vorhanden ist und zunehmend stärker wird bei der Invalidenversicherung, aber das fast Gleiche gilt auch für die Sozialhilfe. Auch dort ist es eben nicht mehr so, dass man sagt, ja, man unterstützt die Menschen und wenn sie den Bedarf haben, dann bekommen sie ihre Existenzsicherung, sondern auch dort wird sehr stark geschaut, eben wen kann man noch integrieren, wie kann man das machen, was für Kurse müssen sie belegen und so weiter. Und auch bei der Arbeitslosenversicherung natürlich, dort ist das auch sehr stark. Und das ist etwas, was mich wirklich sehr beschäftigt, dass viele Menschen unter Druck gesetzt werden und unter Druck sind, eben irgendwie sich wieder zu integrieren. Das hast du am Anfang gesagt, das ist ein Thema, das mich wirklich sehr beschäftigt. Und da sehe ich, da würde ich Handlungsbedarf sehen. Sehe aber, dass die politische Situation, so wie es jetzt ist, das eher noch verstärkt, als es jetzt, also die Entwicklung der letzten Jahre ist so, dass das eher noch stärker wird, als es war, oder? Und funktioniert das denn? Also es ist noch stärker, dass man sagt, Integration heißt, was ja auch ein komisches Ding ist, Integration heißt, wenn du in Erwerbsarbeit bist. Dabei sind die Menschen vorher viel besser integriert unter Umständen. Aber funktioniert denn das eigentlich? Ist das, weil du auch gesagt hast, realpolitisch? Und da habe ich gedacht, ja, sind das Realpolitiker oder sind das Illusionisten, die einfach nicht hingucken, wie die Wirklichkeit ist? Das ist ja eine große Frage. Und die dann, funktioniert das, was jetzt da immer stärker wird, als dieser Druck darauf, es muss eigentlich immer wieder in die Erwerbsarbeit? Ist das erfreulich, produktiv? Ja. Nein, du hast natürlich recht, es ist nicht, also ich finde, es ist nicht Realpolitik. Ich finde, die Realität ist eine andere, oder?
aber wenn ich das so sage, dann bekomme ich manchmal dann, schimpft man mit mir, sagt man, ja, ich sehe alles so schwarz und ich bin so negativ und so, aber ja, ich sehe das eben als nicht realistisch an. Und ich glaube auch, dass man da sehr viel Leid verursacht unter einem Deckmantel, oder man sagt, man will den Menschen etwas Gutes tun, weil man sie integrieren will, oder? Das sei doch erstrebenswert, oder? Und es sei doch, man müsse dort investieren, oder? Weil das kostet ja auch Geld. Also diese ganzen Programme und alles ist ja auch. Das kostet schon auch viel Geld. Ja, ja. Und kann das sein, dass man da seine eigenen Lieblingsvorstellungen, die man behalten will, verwechselt mit dem anderen Menschen? Also dass man nicht guckt, was ist mit dem Menschen, sondern dass man mehr guckt, wie viel Geld muss ich zahlen, damit meine Vorstellungen sich nicht ändern müssen? Also das, ja. So diese Anschauung, also wohin wird geschaut? Ne? Wohin wird geschaut? Auch in der Politik, das ist sicherlich ja bei allen unterschiedlich. Aber so ein bisschen ist da der Eindruck bei mir, es gibt dann schon, dass man eigentlich das Geld lieber gibt für etwas, wo man nicht umdenken muss. Ja, du fragst mich etwas. Gefährlich. Ich weiß, ja, das habe ich mir jetzt noch nie überlegt, woher das eigentlich kommt. Das, eben, also dieser... Ja, dass man sozusagen das Schlafgeld ausgibt, ne, damit ich weiter meiner Meinung bleiben kann. Vielleicht hat das damit zu tun, eben dass... Also die Menschen in der Politik, viele, die sind ja wirklich sehr in diesem Leistungs-, also in diesem Hamsterrad, sag ich. Ja. Also ich fühle mich zwar nicht als Hamster, aber also es dreht sich schon sehr viel und sehr schnell, oder? Und das darum auch als das anzuschauen, was eigentlich das Ideale und das Richtige ist, oder? Das ist ja irgendwie noch, ja, das macht man vielleicht auch für sich selber, oder? Damit man nicht sich selber allzu sehr in Frage stellen muss. Und ich hätte dann auch sofort die Frage bei den Politikern eben gerade, tun die das eigentlich des Erwerbseinkommens wegen? Was meinst du, die Politik? Naja, also, weil es wird ja so gesagt, also alles geht darum, dass Menschen integriert sind, wenn sie Erwerbsarbeit haben. Und dann denke ich gerade, ja, aber die Politiker selber, die würden doch wahrscheinlich nicht sagen, dass sie wegen den 30 Franken mehr oder 1000 Politiker werden, sondern die würden ja gerade das Umgekehrte sagen, oder? Ja. Und man verdient doch auch gar nicht, es ging da bombastisch, ja. Oder? Wie ist das? Das ist jetzt nicht das Karriereziel, ich will ganz viel Geld haben, also deswegen bin ich Politiker. Das ist richtig. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich würden die meisten sagen, ja, ich habe diese und diese Ziele und ich möchte die realisieren, ja. Oder ich möchte etwas Gutes tun für die Gesellschaft oder für, ich möchte meinen Beitrag leisten, oder? Ja. Und was ich dafür bekomme, das ist irgendwie... Also man wird nicht Politiker, um sich in die Erwerbsarbeit zu integrieren. Ja, ist aber komisch, dass die dann das für andere vertreten. Ja, du hast recht. Gut, wir sind jetzt mit der Zeit ziemlich rum. Wir haben Daniel Hennys Steuererklärungsfrage noch nicht geklärt. Oh Gott. Ja, was machen wir jetzt? Und wir kommen jetzt eher in ein Gespräch, was wir dann so hinter den Kulissen noch, glaube ich, weiterführen. Silvia, ich danke dir. Ich fand es schön einfach, wie du, und ich finde das wunderbar, dass du auch so über die Dinge sprichst und so man einfach sehen kann, wie da lebendig und menschlich denken und weiterarbeiten ist. Und das, finde ich, ist ein ganz positives Zeichen für die Schweiz. Deswegen muss ja auch hier das Grundeinkommen eingeführt werden. Und ja, ich danke dir, ich danke euch und auf Wiederhören.